Wir sprechen heute über diese Creme. Das ist eine Creme von Face Theory. Und wie sie mir gefallen hat, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Und wir sprechen heute über eine Marke, die so gut wie gar nicht hier auf YouTube stattfindet. Man findet einige Videos, die finden aber mehr so im englischen Raum statt. Face Theory ist eine englische Marke. Es gibt aber keine Probleme, die von Deutschland aus zu bestellen. Es gibt einen deutschen Online-Shop, den findest du im ersten Kommentar verlinkt. Und ja, die Marke an sich ist aber aus England. Ich bin auf Face Theory gestoßen, weil ich unbeduftete Kosmetik finden wollte. Wirklich unbeduftete, nicht mit irgendwelchen Duftstoffen, die für irgendwas anderes in dem Produkt enthalten sind. Nein, ich wollte etwas finden, was komplett ohne Duftstoffe auskommt. Und ich habe es gefunden. Es gibt eine leicht beduftete Version, man kann das wirklich aussuchen, einmal mit Mandarine-Duft oder ohne. Und das war mir sehr, 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 sehr positiv. Ich weiß, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich da bestellt habe und dann habe ich doch bestellt, weil mit der ersten Bestellung hatte ich, glaube ich, 30% bekommen. Jetzt bietet Face Theory gerade 20% an. Ihr müsst mal unbedingt unten da draufklicken auf den Online-Shop und mal schauen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, für die ersten drei Produkte eben einen gewissen Prozentsatz zu bekommen. Also es war wie so eine Einladung auch. Mir hat man auch schon gesagt, dass sie solche Aktionen öfters machen. Also so Prozentaktionen, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Das sind recht hochwertige Produkte. Das ist jetzt kein Produkt, was man so im freien Handel kaufen kann. Du musst es bestellen. Mit 14 Euro geht's noch. Also ich weiß von I plus M, dass die Produkte zum Teil eben auch so viel kosten. Man hat hier 50 Milliliter. Und was für mich ganz am Anfang ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man sich ein Produkt kauft, dann riecht man auch daran und das sollte man sich abgewöhnen. Also guck, dass du so gut es geht auf Duftstoffe in deiner Kosmetik verzichtest. Ich habe dazu ein Video gemacht, verlinke ich dir hier, da erzähle ich ein bisschen mehr über das Thema Duftstoffe. Und ich hatte eine recht fettige Haut. Ich habe die Pille abgesetzt, meine Haut hat gefettet bis zum geht nicht mehr. Mein Pony ist innerhalb von einem Tag, sah der aus, ging gar nicht. Deswegen habe ich meine Pflege umgestellt und bin auf solche Produkte umgestiegen. Meine Haut hat diese Produkte nicht gleich am Anfang akzeptiert. Wenn man die Kommentare unter diesem Produkt liest, sind zum größten Teil auf Englisch, dann liest man eben auch sowas wie, die Haut musste sich dran gewöhnen, war bei mir eben auch so. Ein Punkt, den ich an Face Theory auszusetzen habe, ist, sie bieten Retinol-Produkte an und das in offenen Glastiegeln. Retinol mag kein Licht und keine Luft. Wenn du jetzt da so einen Glastiegel hast und immer schön mit dem Finger reingehst, sollte man nicht machen. Das ist das Einzige. Face Theory arbeitet mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Also ist mir sehr schnell sehr positiv aufgefallen. Und das hier ist jetzt ein Produkt mit Vitamin C, Vitamin E und Hyaluronsäure. In der Creme selber ist jetzt nicht so unwahrscheinlich viel Hyaluronsäure enthalten, aber dennoch ist sie wahnsinnig ergiebig. Ich verwende das Ganze jetzt seit, man sieht es hier, seit 6 Wochen. Das ist so ein Pumpmechanismus, wo der Boden nach oben fährt und ich habe nicht viel verwendet. Man muss eben dazu sagen, ich habe eher eine fettige Haut und brauche nicht ganz so viel Creme. Sie ist dennoch nicht fettig, aber irgendwie geht das mehr in die Tiefe. Ich kann es nicht erklären. Also ich hatte das bis jetzt bei nicht so vielen Cremes. Die von La Vera, die kann ich dir auch mal hier unter das i packen. Die hat eben auch dieses Feeling gehabt. Aber bei der La Vera Creme sind eben Duftstoffe enthalten. Hier sind sie nicht enthalten. Und hier hat man gleichzeitig eben noch das Vitamin C, was drin ist. Kann jetzt nach 6 Wochen natürlich nicht sagen, wow, voll der Effekt. Aber ich kann eben sagen, wie meine Haut darauf reagiert hat. Anfänglich war es bei mir so, dass ich doch von diesen hochwertigen Inhaltsstoffen Pickel bekommen habe irgendwie. Also meine Haut hat darauf reagiert. Zum einen muss man aber dazu sagen, dass ich die Pille abgesetzt habe und meine Haut eh gerade auf alles reagiert. Ich habe meine Hautpflege umgestellt gehabt und prompt habe ich Pickel gekriegt. Die habe ich jetzt aber Gott sei Dank nicht mehr.
Also man hat schon das Gefühl, wenn man die Creme verwendet, dass das wie so eine Entspannung für die Haut ist. Hier ist zwar Zinkoxid enthalten, was bedeutet, dass sie einen minimalen UV-Schutz hat, aber das reicht nicht alleine. Wenn du Gesichtspflege verwendest, die ein bisschen hochwertiger ist und eben so Inhaltsstoffe hat wie Retinol, Säuren und so weiter, solltest du auf jeden Fall einen Sonnenschutz tragen. Den solltest du so oder so tragen. Da würde ich mich jetzt allein auf dieses Produkt nicht stürzen, weil ich weiß eben nicht, wie hoch der Sonnenschutzfaktor hier in dem Produkt ist. Nicht sonderlich hoch, weil es ist nicht viel enthalten. Ich verwende die Creme zurzeit am Abend, weil wie gesagt, Sonnenschutz, ja, also ich verwende einen extra Sonnenschutz und man sieht, der Sonnenschutz macht dezent ein bisschen speckig. Es ist nicht fettig, das sieht man ja, wenn ich hier auf die Haut gehe, aber irgendwie hinterlässt dieser Sonnenschutz so eine glatte, spiegelige Oberfläche, also ich bin ziemlich, ziemlich glowy. Habe ich das hier noch drunter, bin ich dann zusätzlich noch fettig. Also das ist dann für meine Haut zu viel und der Sonnenschutz ist halt einfach wichtiger. Das verwende ich gerade am Abend, was ja auch nicht schadet. Und da meine Haut da schon eher so ist, dass sie eben in Richtung fettig geht, reicht mir das auch am Abend. Es ist aber, wie gesagt, eine Tagescreme und die kannst du am Tag tragen. Wenn du es so machst wie ich, kannst du sie eben auch am Abend tragen. Wenn du eher eine trockenere Haut hast, dann wird dir das natürlich nicht ausreichen. Das definitiv nicht. Ich verwende das Ganze jetzt 6 Wochen und habe schon das Gefühl, dass meine Haut so ein bisschen aufgepolsterter ist. Also mehr Feuchtigkeit hat. Das ist so ein kleiner Trugschluss, wenn du selbst jemand bist, der fettige Haut hat, dass du glaubst, du brauchst das nicht. Also du brauchst keine Feuchtigkeit in der Haut. Meistens ist es sogar so, dass gerade bei fettiger Haut die Haut an sich zu trocken ist und deswegen fettet die so nach. Also der Fettspiegel auf deiner Haut hat nichts mit dem Feuchtigkeitsgrad deiner Haut zu tun. Was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, die Produkte sind clean. Man hat nicht so ein aufregendes Verpackungs-Marketing-Management, wie sagt man? Also die Verpackung ist nicht irgendwie so aufregend gestaltet, dass du Produkte nur wegen der Verpackung kaufst. Du kennst es eventuell, ist bei mir auch schon x-mal gewesen, dass ich auf Verpackungen einfach reingefallen bin und mir gedacht habe, oh, sieht das toll aus. Und dann war der Inhalt absolut schrottig. Sie versprechen dir innerhalb von einem Jahr, wenn du nicht mit dem Produkt klarkommst, dass du sie wieder zurückschicken kannst. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist schon ein Versprechen, wo du dir einfach sicher sein kannst, die wissen, was sie machen. Und die würden sowas nicht versprechen, wenn die nicht wüssten, dass das Produkt funktioniert. Also es funktioniert auf jeden Fall. Also wenn du wirklich mit diesen Produkten nicht klarkommen solltest, kannst du mit den Leuten Kontakt aufnehmen und die Produkte zurückschicken, kostenlos, und du kriegst dein Geld zurück. Das ist wirklich eine krasse Angelegenheit. Ich würde noch nicht mal ansatzweise auf die Idee kommen, weil die Produkte einfach so gut sind, dass ich jetzt erstmal dabei bleiben werde. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich war bis jetzt immer jemand, der gerne rumprobiert hat, aber face the Ori. Also das Serum wird auf jeden Fall noch ausprobiert. Die Konsistenz von der Creme, die ist einfach super. Sie ist ein bisschen fester und man hat eben, wenn man das aufs Gesicht gibt, gleich so das Gefühl, dass die Haut so aufgepolstert ist. Bei mir ist es tatsächlich so, das legt sich wieder drauf. Das habe ich bei manchen Cremes, ist halt einfach so. Aber dennoch, wenn man ein klein wenig Geduld hat, dann ist auch die Creme wirklich in der Haut drin. Hatte ich auch bei der I+M-Creme. Also es ist jetzt kein Negativpunkt von der Creme an sich, sondern das liegt wahrscheinlich an meiner Haut. Kann ich auch nicht genau sagen. Aber ihr habt mir auch schon irgendwie unter die Videos geschrieben, dem einen oder anderen geht es echt tatsächlich auch so. Aber dennoch ist es einfach ein hochwertiges Produkt. Und ich hatte bis dato wirklich noch keine Creme, die so viel für meine Haut getan hat. Also ich habe bis dato immer gedacht, man muss immer so einen Sofort-Effekt haben. Aber die besten Cremes sind tatsächlich die Cremes, die eben eine Weile lang brauchen. Die Haut muss sich ein bisschen umstellen
Und man kann eben erst so grob nach 4 Wochen sagen, funktioniert die Creme oder funktioniert die Creme nicht, weil die Haut braucht eben diese 4 Wochen, bis sie sich so ein bisschen umgestellt hat. Hast du Erfahrung mit dieser Creme? Kannst du mir gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Und das ist echt wichtig, wenn deine Meinung von meiner abweicht, jede Haut ist anders, jede Haut reagiert anders vor allem, dass du das eben unten auch mal in die Kommentare schreibst. Das ist für die Person, die eben dieses Video guckt und eben auch an deiner Meinung interessiert ist, genauso wichtig. Ja, kennst du Festi Ori? Gerne unten in die Kommentare schreiben und vielleicht auch dazu schreiben, wie du Festi Ori kennengelernt hast, also wie du darauf gestoßen bist. Ich finde es ganz gut, dass man eben nicht so mit Festi Ori zugeballert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nachdem ich bestellt hatte, und das ist eben schon so ein bisschen gruselig, habe ich dann auf Instagram Werbung bekommen. Woher weiß Instagram, dass ich mich dafür interessiere? Keine Ahnung. Also es ist wirklich gruselig manchmal. In diesem Sinne melde ich mich aber jetzt mal wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.